Dann wird es mit Sicherheit auch gleich losgehen. Spannende, hoffentlich spannende 60 Minuten. Ja, genau, das würde ich jetzt erstmal so sagen. Ja, leider verworfen, gut gehalten von der Torhüterin. Ja, sie hat auf jeden Fall 174 Tore vor dem Spiel schon erzielt. Ja. Das heißt, sie ist da tatsächlich eine der torgefährlichsten in der Liga. Der Wurf wieder gehalten. Abschluss kam diesmal von Julia Niewiadomska. Ja, wir versuchen auf jeden Fall weiter zu aggressiv zu bleiben. Wir müssen vielleicht einen Schritt eher rausgehen, dass sie dann nicht an uns vorbeizieht. Mal ein Spielstand aus einer anderen Halle, weil ich ja gesagt habe, wir versuchen immer mal auch die Fans auf dem Laufenden zu halten. Von Schiedsrichtern. So, jetzt wird gewechselt auf Seiten von den Wildcats und Helena Mikkelsen. Also die Quote von außen ist für die Torhüterin schon sehr gut. Oh, jetzt wieder Durchbruch von Luisa Knipper. Ja, wir dürfen jetzt Oldenburg nicht zu weit wegziehen lassen. Also 4 Tore, das kann nach hinten raus Kraft kosten. Und jetzt sehen wir das erste Tor von... Und jetzt hoffen wir mal, dass wir es tatsächlich mal schaffen, den Ball abzunehmen. Aber ganz einfache 1-1-Situation. Bad Wildungen, dafür Zwickau mit 21-7. Das ist eine... krasse Nummer, und die Sportunion Neckarsulm führt gegen Solingen 14-12, und wir haben einen neuen Spielstand. Auf Augenhöhe zu kommen, genau. Also der Übergang wieder auf 2 Kreisspielerinnen, Pass nach außen und Abschluss von rechts außen und absolut in der Zeit. Überragender Treffer, oben lang ins Eck. Oldenburg gewechselt, da spielt jetzt Jane Martins. Oh. Abschluss von Toni Luisa Reinemann. Ja, die Wildcats wieder im 7 gegen 6. Genau, Oldenburg weiterhin mit einer 6-0, aber jetzt ein bisschen defensiver als vorhin. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir als Heimmannschaft das 7 gegen 6 so spielen können, dass wir nicht den Ball ins leere Tor bekommen. Ja, von rechts außen verworfen von Hanna Wilke. Jetzt Oldenburg mit der direkten Antwort. Für Halle zum 15-24. Und jetzt wieder die Situation, Durchbruch, aber diesmal gehalten von Lara Sophia Letschi. Die Halle zum Stehen zu bringen, darf nicht passieren wahrscheinlich. Ja. Und gehalten der Wurf von Lilly Röpke von links außen. Wie gesagt, es müsste jetzt dann irgendwann zeitnah die Möglichkeit entstehen, dass man mal 2-3 Tore, ob man das im 6 gegen 6 gelöst bekommen würde in Bezug auf den Angriff. Aber ich glaube, wir haben hier eher das größere Problem. Das ist einfach zu wenig in diesem Moment. Wir müssen auch in der Abwehr früher den Gegner oder die Gegnerin anfassen. Hier sieht man, dass es gehen kann, und das ist zu einfach. Ja. Und hier kommt jetzt auch das Team-Timeout. Der Versuch des Durchbruchs auf der rechten Seite von Oldenburg, aber verteidigt von den Wildcats. Und jetzt Lotta Röpke mit einem weiteren. Das wird sich jetzt sicherlich in den nächsten Tagen finden bzw. ergeben, was noch alles passiert bzw. wie sich das dann schlussendlich gestaltet. Lotta Röpke nochmal mit einem sehr schönen Sprungwurf. Die Fans stehen trotzdem, applaudieren. Und vielleicht nochmal das letzte Erstligator von Emma Hertha, ja. So ist es. Ja, das war's. Damit Endstand 24-37 in Halle. Leider damit auch der entsprechend verbundene Abstieg aus der ersten Liga.